So, hallo, willkommen bei einer Runde Hearthstone. Ich werde euch das Spiel mal ein. Ihr werdet euch mal einen kleinen Überblick geben. Oh, jetzt wurde ich angeschrieben. Mal gucken. Hallo, Borsten. Also, Borsten, das ist ein ganz guter. Das ist ein ganz guter. So. Ich werde euch das Spiel jetzt mal einmal kurz vorstellen, weil ich finde es wirklich genial. Das ist ein, sagen wir mal, Trading Card Game im Stil von Warcraft, also im Warcraft-Universum. Und es ist beim Battle.net kostenlos spielbar. Ich weiß jetzt nicht, ob es im Moment eine zeitlich begrenzte Open Beta ist. Aber testet es einfach mal an, das ist richtig lustig. Also ich gehe jetzt erstmal auf Üben, weil da kann ich nur meinen Gegner selber wählen. Also KI-Gegner. Aber um euch das zu zeigen, passt es schon. So, ich habe schon ein paar eigene Decks. Man kann aber auch vorgefertigte Decks nehmen. Die Decks bekommt man, indem man in dem Üben-Modus gegen die jeweiligen Helden antritt. Aber ich zeige euch mal ganz kurz den Deckbuilder. Na komm. Geht mal auf meine Sammlung. Genau. Und hier kann man dann ein neues Deck erstellen und dann kann man sich einen Helden wählen. Das dient daher dazu, welche Fähigkeit der Held hat. Zum Beispiel der Krieger hat jetzt die Heldenfähigkeit, erhalte zwei Rüstung. Der Schamane beschwört ein zufälliges Totem und so weiter und so fort. Da gibt es eine Menge. Legt dann Dolch an, bla bla bla. Ich mache jetzt mal einen Schurken, weil in dem Übungsmodus habe ich mehrmals gegen den Schurken verloren und naja, der Schurke ist eigentlich ganz okay. So, hier hat man dann Schurkenkarten, die nur der Schurke haben kann. Wenn ich jetzt mal auf Waffe gehen, weil seine Fähigkeit ist, ist die, dass er eine Waffe anlegt. Und hier erhalte ich meine Waffe mehr Schaden. Meuchel nehme ich, weil das ist eine richtig lustige Karte. Und Attentat. Attentat hat mich echt angekotzt. So. Wir gehen voll auf Schaden. Nehmen einmal mal diese hier. Nehmen wir halt von dem hier. Was nehmen wir noch? Nehmen wir den. Der ist eigentlich auch super gut. Kampfverwirrung. Wir wollen ja auch Schaden geben. Dann. Oh, da haben wir auch eine neue. Spott kostet eine weniger für den Angriffspunkt eurer Waffe. Jetzt nehmen wir dann noch ihn hier. Er hat gute. Ich brauche ein paar Spotter. Man kann im Deck genau 30 Karten hinlegen. Also ein Deck besteht aus 30 Karten, steht da. Ja. So, was haben wir noch? Urlaub 2. Und Kernhunde. Die haben eine sehr hohen, einen sehr hohen Angriff. Ein bisschen hier. Und eine Karte kann ich jetzt noch nehmen. Mal gucken, ob ich alles jetzt. Ja, ich kann leider nicht alle. Na komm, nehmen wir noch den anderen. So, dann sind wir fertig. Dann haben wir jetzt ein Schurkendeck. So, dann gehen wir mal ins Spiel über. Wählen wir den Schurken
Thomas und ich spiele gegen Lydia. Lustig finde ich auch, was da manchmal steht bei den Ladebildschirmen. Das war gerade. Schon wieder Mischekarten. War gerade so. So, dann erkläre ich euch ein bisschen das Spiel. Gegen Garrosh! Sieg oder Tod! Seid auf der Hut. Sieg oder Tod! Anima Sieg. Gut. Also, beim Start kriegt ihr 3 Karten. Und ihr könnt jetzt auswählen, welche Karten ihr beibehaltet und welche nicht. Ich nehme mal den weg und das reicht. Weil hier oben auf diesem Mana-Kristall steht eine Zahl. Jede Runde kriegt man ein Mana. Das heißt, jede Runde kann, also wenn du jetzt zum Beispiel, also in der ersten Runde könnte ich ihn nicht spielen, weil ich überhaupt noch nicht 6 Mana habe. Ihn könnte ich aber spielen. Kriegen Kriegsrunde. Na toll. Gut. So, ich nehme jetzt deine Monster so gesehen. Einfach hier hinlegen. Ein Schuss, ein Treffer. Und dann wird er gleich angezeigt, wen du angreifen willst. Ich kann mich selber angreifen, was ziemlich unklug ist. Und ich Ziel des Spiels ist es, vom gegnerischen Helden die Lebenspunkte auf 0 zu bringen. Mal gucken, ob ich besser als die KI bin. So, man kann in der ersten Runde kann man nicht angreifen, außer derjenige hat Ansturm. Ansturmmonster können sofort in der Runde, in dem sie gelegt wurden, angreifen. Normale Monster brauchen eine Runde lang. Ich werde es versuchen. So, dann greife ich mal an und aktiviere meine. Jetzt kriege ich hier eine Waffe. Helden können erst angreifen, wenn sie eine Waffe tragen oder wenn sie hier durch irgendeinen Zauber einen Angriffspunkt haben. Los geht's! Das war's! Hier bei der Waffe steht, ist ein kleines Schild und das heißt, wie viele Runden ich damit angreifen kann. So die Haltbarkeit ist das. Oh, da hat auch einen. So, jetzt könnte ich meine Waffe verzaubern. Oh, das war jetzt unvorhersehbar. Ich dachte, man kann den Schaden noch mal raufkotzen, aber nein. Ich werde es versuchen. Los geht's. Das war's. Dann bin ich jetzt auch schlauer. Dann habe ich einen, 2 Schaden. So, hier seht ihr die Einheit Blastspot. Ich kann den Gegner jetzt nicht direkt angreifen. Ich muss erst an diesem Viech vorbei. Er hat 2 Angriff, 2 Verteidigung. Also wenn ich ihn mit ihm angreife, ist er leider tot, aber er hat nur noch einen Lebenspunkt. Dann machen wir es also anders. Geladen und entsichert! Schaden. Ich werde es versuchen. Los geht's! Dann kann ich. Versuchen. War jetzt zwar das taktisch war's. Unklug, aber mein Gott, ich bin auch nicht so der Beste. Er hat jetzt seine Helden. Legt euch eingesetzt. Nicht mit Zahner an! Seine Heldenfähigkeit ist, dass der 2 Defense kriegt. Da muss ich erstmal vorbei. Wenn ich ihn jetzt angreifen würde, mit ihm hier, werden erstmal die Defense-Punkte runtergesetzt, anstatt die Health-Punkte. Los geht's! Ich werde es versuchen. Das war's. So,
Schaden. Bereit zum Ausritt! Ja, jetzt seht ihr hier ein Ansturmvieh. Dieses Viech hat Ansturm und kann jetzt sofort angreifen. Na gut. Genau 6 Punkte. Ich könnte auch nicht. Sie werden nicht wissen, wie Ihnen geschieht. Ich werde es versuchen. Los geht's. Ich will ja, dass ich das Spiel. Also, das ist jetzt gut. Vernichtet einen feindlichen Diener. Der hier gehört mir. Los geht's. Das war ein Kleiner. Was machen wir jetzt? Hier hätte ich einen Ansturm, aber das mache ich noch nicht. Ich bin die Klinge der Götter. Los geht's. Könnte ich jetzt nochmal angreifen? Nein. Die Tore sind geöffnet. Jetzt hat er einen Spotter. Spotter hat er. Ja, Apple. Pips. Müssen wir mal gucken. Ich nehme Ansturm. Los geht's. Ein Schuss, ein Treffer. Ja, mich kotzt ja anders. Jetzt wird's kritisch. Jetzt wird's sehr kritisch. Ach, zum Glück habe ich jetzt einen Spot nicht dabei. Wie teuer ist der Film? Nee, ich hatte doch irgendwas. Heilung. Ach, habe ich doch schon eingesetzt, gell? Nehmen das Dingo! Ich werde es versuchen. Sie werden nicht wissen, wie Ihnen geschieht. Los geht's. Die Tore sind geöffnet. Ach, nur ich und Herr Beißerchen. Fetten Spottern. Ja, das sieht prinzlich für mich aus. Aber zum Glück gibt es ja Attentat. Was? Ich dachte, der wird gekillt. Er zittert vor der Macht Sturmwind. Der hier gehört mir. Los geht's. Der hier gehört mir. Los geht's. Mann! Das war's. So, jetzt hat er auch nur noch 10 Punkte. Das wird echt künstlich. Legt euch nicht mit Zahne an! Was machen wir jetzt?
einem unverletzten Diener 2 Schaden zufügen. Blut und Beute! Los geht's! Hey, cool. Man kann die Karten wieder geladen und entsichert. Ne? Mit Rechtsklick, wenn ich jetzt Rechtsklick mache, würde ich den wieder auf die Hand nehmen. So. Und der gewonnen. Das, meine Freunde, ist Hearthstone. Nicht schlecht, gell? Also testet es mal aus. Es ist ganz niedlich, ganz nett. Schönes Spiel, muss ich sagen. Also für zwischendurch macht es eine Menge Spaß.